Hallöchen ihr, der Nale 4 und willkommen zurück bei World of Warcraft The War Within, wo es weitergeht, gleich hier in die nächste Tiefe, ihr Lieben. Beim letzten Mal hatte liebe Munef ja die Tiefe von Kriegwall gemacht. Da haben wir noch eine Quest übrig, die wir abgeben können. Das gibt nochmal 50.000 Tacken und 210 Erfahrungen oder umgekehrt und nochmal einiges an Begleiter. So. Wunderbar. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt zur nächsten und letzten hier in dem Gebiet auf. Das ist die Fungus-Fantasterei. Und schauen wir mal, was für Fantastitäten mich dort erwarten werden. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Der liebe Mulev ist auch bereit. Schubring. So, guck mal, hier kann man noch verkaufen. Das ist mega entspannt. Reparieren. Sämtlichen Scheiß verkaufen. Das verkaufen. Das verkaufen. Das verkaufen. Das verkaufen. Und der Rest passt soweit. Ja, aber hallo. So, geh mal rein. Gibt es irgendwas zum Lesen? Eine Info? Nee, ne? Oder hier auf dem Tisch? Auch nichts. Gut, let's go. Auf geht's. Fungus-Fantasterei. Stufe 1. Was haben wir denn hier? Explosive Sporen. Sporen befallen die Tiefe. Sie verfolgen Abenteurer, wenn sie Bewegung erkennen oder Schaden erleiden. Gut. Verlorene mit Minenarbeiter. Rettet eine Gruppe Minenarbeiter der Irdenden, die von Fungianern gefangen genommen wurden. Alles klar. Leiter und Expeditionsbeute. Mega. Let's go. Und da vorne haben wir lieben Bran. Der ist mittlerweile Level 76. Sehr geil. Hallöchen, Bran. Hör mal, ich habe noch ein paar Sachen für dich. Was sagt? Wir haben hier einmal den lichtberührten Götze. Das müssen wir lernen. Ja, aber hallo. Und unerwünschte Eisengötze. Wenn die Gesundheit eines Spielercharakters im Kampf unter 40% fällt, erwacht der Götze, fügt Gegnern in der moderaten körperlichen Schaden zu und verspottet sie für 4 Sekunden. Kann nur alle 2 Minuten auftreten. Das nehmen wir auch mit. Und jetzt haben wir hier auch auf jeden Fall diese ganzen Sachen. Optimiertes Relikt. Außerhalb eines Kampfes steigt die Bewegungsgeschwindigkeit der Gruppenmitglieder um 10%. Bei Kampfeintritt steigt das Tempo der Gruppenmitglieder 8 Sekunden lang um 5%. Das nehmen wir mit rein. Und wir machen hier eine Defensivfähigkeit mit einer Abklingzeit von 30 Sekunden benutzt. Wird der Götze aktiviert und heilt ihn. Aber habe ich ja Defensivfähigkeiten? Ist das sowas hier wie Klingensturm defensiv? Ne, Zauberreflexion. Okay, wir machen das hier mal. Unerwüdliche Eisen, unverwüstliche Eisengötze. Sehr schön. Das heißt, das haben wir auch. Das heißt, wir können das jetzt auch abschließen. Gibt auch noch EP. Schon besser. Schon besser. Ja, aber hallo. Sehr schön. Was haben wir hier liegen? Ruf des Tiefenforschers. Die Fungus-Fantasterei. Wir haben weitere Berichte bekommen, dass die Fungianer an einen Ort zurückgekehrt sind, den wir Fungus-Fantasterei genannt haben. Wir brauchen Unterstützung, um diese Pilzplage aus dem Gebiet zu entfernen, damit sie sich nicht weiter ausbreitet. Okay, gibt's 67.000 EP, 280 Tacken, EP und Resonanzkristalle. Gönn dir. Wird gemacht. Und ich würde sagen, wir quatschen mal hier mit Benste. Meine Einheit und ich sind auf der Suche nach neuen Erzvorkommen, seit dieser Steinbruch von Fungianern überrannt wurde. Heute wurden wir überwältigt, nur mir allein gelang die Flucht. Könnt ihr meine Untergebene finden und sie retten? Der Schatz dort unten gehört euch, wenn ihr an diesen Kreaturen vorbeikommt. Alles klar. Ich tauche in die Höhle und befreie eure Freunde. Let's fucking go. Alop. Lass mal reintauchen in den Aal. Das letzte Mal, als ich runtergesprungen bin, habe ich was gebrochen, ne? Okay, gönn dir. Alles klar. Gut, was haben wir hier? Haben wir ein Seil. Seil der Forscherliga. Ich muss näher ran. Zurück zum Eingang? Nein. Aha, okay, kommen wir wieder raus. Dieser große Pilz könnte uns hochschleudern.
Dieser große Pilz könnte uns hochschleudern. Alles klar. Oha, nice. Okay, das hier. Sind das diese Sporen, die einen angreifen? Ah, du nicht. Okay, da haben wir zwei so Viecher. Da haben wir diesen ersten Speer. Ein von 10 Stück. Okay, ich weiß nicht, ob die Dinger sind, glaube ich, die, die Damage machen, ne? Wenn man nicht aufpasst. Haben wir hier noch irgendwelche Goodies? Aber was machen die nur genau, wenn man sich bewegt? Gibt es hier irgendwas Tolles noch zu mitnehmen? Ja, da haben wir was. Na komm. Hasel, Maus, Isila. Hört das Tempo eine Minute lang um 5%. Plus eine Minute. Okay, die Pilze können wieder hüpfen. Let's go. Ich wette, wir könnten auf diesen. Ja, dann außer dumm. Oh Gott, das war keine gute Idee, ne? Da musst du echt aufpassen, ne? Dass die dich nicht rausbeuteln. Was haben wir da? Verlegte Kuriosität. Schon besser. Oh, die sind hier versteckt. Boah, das ist ja gemein. Da musst du ja doppelt und dreifach gucken. Kannst du hüpfen? Schön. Ein Jump-Run-Einlage. Ich bin außer Reich. Okay, dann haben wir diese seltsame Geschichte hier. Fußpolster, das Klärchen. Das nehmen wir auch mit. So, ist jetzt die Sache. Wir müssen, glaube ich, hier runter. Ne? Wir haben da drüben aber noch. Das ist jetzt nur das Ding für den Ausgang. Okay. Gut, dann gehen wir mal froh und munter hier runter. Das ist die Sache, wo wir jetzt diesen nächsten Verletzten haben, da drüben. Zwei von 10. So, haben wir irgendwas Tolles, Verstecktes hier? Irgendwas Verstecktes. Das hier am Start. Spore, verpiss dich mal. Nein, ist nix. Irgendwie hier drin. Da unten ist was.
Oh Gott, nach da oben willst du mich fahren. Ja gut, da meckere ich nicht. Da haben wir es gefunden. Sehr geil, das kommt ja nach da oben. Dann würde ich sagen mal hier... Ja, einmal kurz Pflaster bitte, danke. Ich würde aber gerne da hinten hin. Ah ja, so kommt man hin. Okay, cool. Dann. Gibt EP und Kristalle und noch eine Truhe. Umhang des Geheimnisbaggers. Tempo-Vielseitigkeit. Anlegen. Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, Schätze von zunehmender Seltenheit auszugraben, was euch 20 Sekunden lang bis zu 220 Stärke verleiht. Wird nach eurer dritten Ausgabung zurückgesetzt. 528. Ist schon mal auf jeden Fall besser. Sehr schön. Neuen Umhang am Start. Ich freue mich. 480. Nice. So langsam wird es ja hier. Cool. Das heißt, echt alles erkunden musste hier, ne? Das ist cool. Haben wir hier unten noch irgendwas? Wenn wir schon mal hier sind, unter Wasser. Ich glaube nicht, dass ich schon hier unten sein sollte, ne? Aber da unten ist auch noch was. Diese kleinen Dinge sind es, ne? Fantastisch! Kannst du angeln? Was kann man denn da angeln? Sternguckerschwarm. Nee, das machen wir jetzt nicht. Okay. Wir haben da oben ganz viel Zeug. Da kommen wir auf jeden Fall. Ich bin jetzt richtig, richtig ab vom Schuss, ne? Wir waren hier drüben. Da hoch. Okay, wieder Anstiegspunkt. Und der Dino am Start. Okay, dann lass mal alles mitnehmen hier. Kommt mal her. Sehr gut. Das heißt, ich würde aber ganz gerne schon wieder da hinten zurückgehen erstmal. Die nerven halt auch wie Sau, ne? Steht da nicht so rum! Es sind Schätze in der Nähe! Komm, retten! Oh, Alter, diese kleinen Kackviecher! Danke, bitte. Aber da oben, ne? Verschimmelte Truhe, da müssen wir hin. Verschimmelte Truhen ist genau meins. So, und du Kacksporen, du... Ja, dann hause doch nicht platt, meine Herren. Was war denn das jetzt für eine Scheiße? Machen wir euch sauber. So, Dino, komm raus. So, let's go, verschimmelte Truhe. Blitzflasche. Fügt einem betäubten, bewegungs- oder handlungsunfähigen Gegner Schaden zu, um eine Blitzflasche zu öffnen, die Gegnern um euch herum eine Minute lang Naturschaden zufügt. Cool. Ja, hey, da ist auch noch was. Guck mal hier, das kleine Zeug. Nice. Oh, das gab einiges. Sehr schön. Hier ist sonst nichts, dann hauen wir den noch um, hätte ich gesagt.
Aber da kann man noch mal hochhüpfen. Ich würde da echt gerne noch mal hochgehen erstmal, ne? Gucken, was da hinten noch so ist. Okay, haben wir das hier? Da ist nur eine Truhe. Okay. Resonanzkristalle. So, ist jetzt aber die Sache. Da nach oben komme ich, glaube ich, nicht mehr. Ne? Habe ich irgendwas übersehen? Da hinten war das. Bum, 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 bum. Dann ging es hier runter. Ich glaube, das war's. Ich muss näher ran. Badaboom. Blank, blank, blank. Alles klar. Dann kann man hier wieder reparieren. Wir müssen aber weiter runter noch. Drüben sind aber auch noch welche. Aber die könnte man stehen lassen. Ich glaube nicht, dass wir die irgendwie hier zwingend umhauen müssen. Machen sie aber trotzdem. Das passt. Oder? Ja, ne, das passt. Okay, wir können die Sachen reparieren, verkaufen. Und da hinten sind wir hochgehüpft. Das haben wir gemacht. Hier kannst du noch was mitnehmen. Sehr schön. Fantastisch! Yay! So. Alles reparieren. Scheiß verkaufen. Den verkaufen. Wunderbar. Das ist doch super. Also, dann froh und munter runter. Auf ganz entspannt. Da hinten haben wir noch was zum Sammeln. Alles mitgenommen, ne? Schon besser. Jawohl, das gibt gut EP für den lieben Bran. So, und hier unten ist nichts gewesen, außer Spesen. So, dann müssen wir hier jetzt den nächsten Kollegen einsammeln. Ja, kommt mal her. Herber Pilz. Was bist du? Oha. Sehr schön. Aber der hat nichts fallen lassen, ne? Aber da steht was.
Toller Fund. Toller Fund. Sehr viel EP. Gut, wir haben, brauchen noch 4 von den Dingern. 1, 2, 3, 4, was da drüben auch ist. I don't know. Hüpfen wir mal hoch. In die Spore rein. Immer mitten in die Spore rein. So. Erhöht das Tempo. Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir den hier erstmal, den hier und den hier. Na komm. So, dann lassen wir mich auch befreien. So, wunderbar. Und Elara Lewis. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Danke dir für deinen Follow. Thank you. Nice to have you here. Thanks for your follow. How are you? I'm fine, thanks. I hope you're fine too. Nice to have you here. So, platt gemacht. So. Machen wir das Ei frei. Yes, I do speak English. Man sagt jetzt gleich, was angedreht bekommen, ne? Schauen wir mal. So, und jetzt hier execute. So, dann lassen wir den befreien. Hammer, Hammer, Hammer. Die muss da oben, das ist der nächste. So. Which game do I stream mostly? I'm streaming a lot of games. But at the moment it's World of Warcraft. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Umfrage. Gedöns hier, ne? Na komm, hau um. So. Das ist so eine Geschichte, ne? I'm streaming just out of fun. Bum, bum, bum. Schön. Toll gehüpft. It's kind of a hobby for me. So. Haben wir alle jetzt hier befreit schon? Cool. Das heißt, wir müssen noch Wirbelpilz platt machen. Schauen wir doch mal, was der drauf hat hier. Die Nudel. So, dich haben wir erstmal um. Und du stinkst. Danke. Alter, wer bist du denn? Du bist der Pilzhüter. Na dann. Das war's schon? Nee, im Leben nicht. So ein kleiner Trash-Mob.
So, I'm not interested in any offers you have for me. Thank you. Ich habe Klassi. Bump, bump. Das ist toll. So, ich würde erstmal sagen, wir hauen hier vorne die erstmal weg. So. Dann cooldown-mäßig. Noch 14 Sekunden. Dann hauen wir ihn mal um hier. El Sombrero Gon Verb. Der sieht aus wie ein Mexikaner, der zu viele Pilze gefressen hat hier, ne? ist ein schönes Thumbnail, ne? Also by the way. Hör mal, guck mal, wie er aussieht. Die Hutkrempe. Ja, du kriegst ja auch gleich auf die Schnauze. Hör mal. Alright, let's go. Also, alles am Start, alles bereit, dann rein in die Olga. Bam, kebom. Jawohl, sehr schön. Okay. Der ist auch platt. Zeit für Dynamit. Yeah. Sehr schön. Cool. Sammelt eure Belohnung ein. Ah, das ist auch toll. Mit den Pilzen auf den Thron. Ich finde das auch schön gemacht, ne, vom Design her. Richtig cool. Hör mal, Bran. Sehr nice. Sehr, sehr cool. Na, okay. Dann, lass mal gucken. Wir haben 8794. Jetzt kommt erstmal der Dagobert Duck Move. 8794. Ja, es ist 8805. Aber schon mal mehr als beim letzten Mal. So, schwere Truhe. Wir haben 522er Beine drin, aber die ich mir selber hergestellt habe, sind besser. Klimperte Tasche mit Gold, öffnen, um etwas Gold zu bekommen. Und gesplitterte Funke der Omen, The War Within Season 1. Kombiniert zwei gesplitterte Funken der Omen mit 250 Tapferkeitssteinen, um einen Funken der Omen zu erschaffen. Alles klar. Oh. Das muss ich abgeben. Das war so ein Ding, was ich suchen sollte. Ah, schön. Okay. So, Tasche, was hast du drin? 58 Gold. Yeah. Das hat sich gelohnt hier. Auf jeden Fall. War mega. So, andere Truhe. Resonanzkristalle. Ein zuckender Schwarmsack. Klingt nicht gut. Werft den Sack und setzt den Schwarm frei, was 10 Sekunden lang pro Sekunde 156.000 Naturschaden verursacht, die auf alle Gegner im Gebiet aufgeteilt werden. Alles klar. Gut. Und die Götze der Erdenmutti. Brands Zaubernfähigkeiten haben eine Chance, den Götzen zu erwecken, was einem verletzten Spielercharakter ein Schild in Höhe von 15% seiner fehlenden Gesundheit gewährt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, das lernst du auch mal. Badabam. Ja, schön. Guck mal, schon einiges gefunden. Level 7 ist er, der Gute. Dann würde ich sagen, na, gehen wir raus hier. Da stehen sie alle. Warten schon. Okay. Wir haben alles eingesammelt. Ich würde sagen, raus hier. Ja, wunderbar. So. Schon zu Follow wieder weg, ne? Von der Mutti. Ja, komm. Scheiß doch auf, was. Brauchen wir nicht.
Okay, wir müssen da wieder abgeben. Das machen wir noch. Dann gehen wir zurück und schauen, was dieses Handwerksmaterial ist. Und dann ist auch schon rum. So. Mal hopp. Wir sind der Titanengrund. Sehr schön. Und Fundament. Das gab super viel EP. Nice. Okay, dann geben wir noch diese Questvereinte oben ab. Und dann ist auch schon Feierabend für heute. Wo standen die denn? Da hinten unten? Schubra. Okay, was bringst du mir? Kommunikation. Ah, Mulef. Wie läuft eure Suche nach einem weiteren gesplitterten Funken der oben? Ich habe sie gefunden. Glaube. Ausgezeichnet. Wenn ihr weitere gesplitterte Funken bekommt, könnt ihr sie selbst kombinieren und für eure eigenen Herstellungen verwenden. Okay. Arbeitszyklus wird aufgenommen. Jetzt haben wir das Ding. Benutzen. Kombiniert zwei gesplitterte Funken der Omen mit 250 Tapferkeitssteinen, um einen Funken der Omen zu erschaffen. Ein Fragment eines Funkens der Omen, der wiederhergestellt werden kann, wenn es mit einem anderen Stück kombiniert wird. Hauptsächlich erhalten durch wöchentliche Truhen. Tapferkeitssteine. Was sind Tapferkeitssteine? Ist es diese Währung hier? Nee, das sind die Kristalle gewesen. Tapferkeitssteine. Ist es so ein PvP-Gedöns? Kann das sein? Ist das hier so, weil da steht Saison 1? Ist es so ein PvP-Zeug? Eventuell am Ende. Habt ihr eine Okay, wir packen es mal auf die Bank. So. Ich habe die Weisung, euch zu dienen. Das ist sehr schön von Ihnen. Warte mal. Materiallager. Alles mal rein. Ach, das ist ein Materialding. Dann tun wir sie hier rein. Okay, also. Das alles kann hier verkauft werden. Oder weißt du was? Wir packen die dann doch mal vielleicht hier rein. Irgendwie unten in die Ecke. So, vielleicht brauchen wir die später noch. Wir haben Eisenklauenerz, Stufe 2. Barren der schallenden Tiefen. Müssten wir hier reinpacken. Und dann gucken wir mal, was da noch so geht. Es geht sehr viel, ne? So, machen wir hier rein. Und dann würde ich sagen, soll es das auch für heute gewesen sein, Lieben? Wir sehen uns, wie gesagt, nächste Woche Freitag erst wieder. Da ich diese Woche Freitag beim lieben Erik bin, ich freue mich sehr drauf, wegen unserem Podcast. Und dann sehen wir uns erst wieder Freitag in der Woche. Das wäre ganz entspannt der 4. und der 11. Das passt. Bis dahin habe ich noch jede Menge Folgen, das ist entspannt. Und ja, Lieben, ich würde sagen, ich habe viel erreicht heute. Das, was ich machen wollte, ist erledigt. Innerhalb der Zeit. Ich freue mich sehr. Und dann machen wir weiter in der Story. Bis dahin werde ich sicherlich Level 77 sein, weil ich noch ein bisschen farmen gehen werde, ne, und schmieden und hast nicht gesehen. Und ja, bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank für den Support, fürs Reinschauen, fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.